Was geht ab und herzlich willkommen bei Nadine ab. Oida Mo, was ist da passiert? Ich kann es selber immer noch nicht glauben. Ich habe mir auch echt überlegt, ob ich jetzt das Recap mache oder ob ich jetzt einfach nichts mehr mache und es in Ruhe zu Hause mache. Aber ich habe mich dazu entschieden, einfach direkt jetzt beim Heimkommen bei meinem Post-Competition-Meal, ja, das gibt es bei mir immer, ja. Also wenn alle wieder sagen, oder wenn wieder jemand, wie kannst du Zähnchen essen nach dem Wettkampf, bla bla, da frisst man Burger und so, tue ich auch, ja. Also ich esse auch Burger, aber es gibt bei mir nach jedem Wettkampf, werden so die Reste aufgebraucht. Und zwar habe ich noch Hähnchen da gehabt und ich liebe Reis und Ananas und ich liebe Spargel, deswegen ungewogen mit Salz, mit einer Dr. Pepper Zero Coconut, Creamy Coconut, die absolut beste Dr. Pepper, die ich je getrunken habe. Ja, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken lassen. Ich habe mich dazu entschieden, das sofort zu machen, weil ich glaube, dass jetzt die Emotionen noch so frisch sind, der Kopf noch so durcheinander, dass man nicht darüber nachdenkt, was man sagt. Dementsprechend möchte ich das mit euch zusammen Revue passieren lassen. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben mit dem Roadtrip hierher, das war eine harte Nummer. Das war ziemlich krass. Wir sind Montag eigentlich erst gelandet. Ich glaube, es war 10 oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich erst gegen 12 oder 1, war ich dann zu Hause bei mir. Stefan und ich haben direkt, nachdem ich von der Bühne gekommen bin, mit meinem dritten Platz, haben wir dann gesagt, okay, oder ich habe gesagt, du, es wäre noch ein Wettkampf dazwischen, zwischen Portugal, Alicante, aber der ist in den USA. Und was er davon hält, ob er denkt, dass es Sinn macht. Stefan hat sofort gesagt, du, wenn, klar, auf jeden Fall, nimm mal mit. Ich war auch der Meinung, ich habe das natürlich dann noch regeln müssen, wegen den Kiddies zu Hause und meine Mami, die ist die größte Unterstützung, die man sich vorstellen kann, ja. Und das Tolle ist, meine Kinder wachsen mit den wundervollsten Großeltern auf, die man sich einfach auch wünschen kann als Kind und auch als Mama. Und die genießen die Zeit dort auch total. Wir haben auch jetzt jeden Tag fast Videocall gemacht. Mit der Zeitverschiebung ist halt immer ein bisschen schwierig, weil hier in Alabama ist 7 Stunden vor. Das heißt, ja, der richtige Zeitpunkt ist dann bei mir meistens morgens und in Deutschland dann mitten am Tag. Und sobald da eben irgendwas dazwischen kommt, ja, fällt das Telefonat natürlich aus. Auf jeden Fall bin ich dann am Montag zurückgekommen, mitten in der Nacht. Habe dann im Hotelzimmer am Montag früh, habe ich dann schon alles gebucht gehabt. Ich konnte das mit meiner Mama klären, sie hat das okay gegeben. Und habe dann wirklich mich hingesetzt am Laptop und habe alles gebucht. Ja, Flüge gebucht, Apartment gebucht, Mietwagen gebucht, habe mich noch angemeldet, musste den Esther noch beantragen. Also das war ziemlich knackig. Also der Vormittag war wirklich damit gefüllt, sämtliche organisatorischen Dinge für diesen Trip auf die Kette zu bekommen, weil ich ja sonst keine Zeit mehr habe. Bin dann nach Hause um 1, wie gesagt, Montag mitten in der Nacht und habe dann die ganze Wäsche rausgetan, habe neue Wäsche reingetan, habe mein Meal Prep gemacht, habe geduscht. Und dann musste ich auch schon wieder an den Flughafen mit dem Taxi, weil für die, die meine Storys verfolgen, ich selber habe aktuell kein Auto. Das Auto von meinem Papa musste abgeschleppt werden. Also eigentlich stand alles auf Rot, aber das ist bei mir nicht untypisch, weil keine Vorbereitung war bei mir bisher irgendwie einfach. Ja, nichtsdestotrotz bin ich dann Dienstag, also quasi am nächsten Tag, direkt am Flughafen gefahren, mitten in der Früh. Ich glaube, es war 6 Uhr. Ja, 6 Uhr oder 5. Auf jeden Fall war es sehr, sehr früh, weil der Flieger sehr früh ging. Der ging nämlich schon um 10 und ich wollte unbedingt 3 Stunden vorher da sein, weil es ein USA-Flug ist und es immer wieder was dazwischen kommen kann. Bin dann quasi Ortszeit 10 Uhr losgeflogen, 11 Stunden lang Richtung Atlanta. In Atlanta war dann 6 Stunden zurück. Dann bin ich von Atlanta nochmal eine Stunde nach Montgomery geflogen. Summa summarum war ich über einen Tag lang unterwegs. Ich habe, glaube
48 Stunden mindestens nicht geschlafen, kam dann hier an dem Apartment und ja, nur für mich, also ich bin ganz alleine hier, ja, habe mich vorbereitet mit dem Stefan. Ja, ich habe das anfangs noch versucht geheim zu halten, bis dann die Listen rauskamen, dann ist es natürlich immer wieder rausgeploppt. Ja, ich wollte einfach so wenig Rederei wie möglich eigentlich um mich haben. Hat nicht ganz geholfen. Ja, es gibt natürlich immer wieder Personen, die einem nichts Gutes wünschen. Warum auch immer, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich mit Stefan vorbereitet habe und er hat echt jeden Tag mehrmals drüber geschaut. Also jeden Tag. Und wir haben wirklich angepasst, 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 angepasst. Wir haben auch diesmal nur 2 Tage geladen und ich war noch 2 Tage vor Wettkampf, war ich noch im Training, was ich sonst auch nicht gemacht habe. Also es war wirklich, wir waren so, ja, also ich bin ihm da unendlich dankbar dafür. Und das war natürlich auch die erste Person, der ich geschrieben habe. Das Feld war wirklich gut besetzt. Ist jetzt keine Pittsburgh Pro, ja, so wie jetzt andere, manche auch in den Kommentaren geschrieben haben. Aber was ich sagen muss, wir sind alle Profis und wir sind nicht umsonst Profis. Und auf jedem Profi-Wettkampf sind Granaten, ja. Und ich bin da eher, ich backe gerne kleine Brötchen. Ich bin auch nicht der Typ, wo sich dann umguckt und denkt, okay, ich gewinne das Ding eh, sondern es waren sehr, sehr gute Athletinnen dabei und vor allen Dingen, was ganz, ganz toll war, die waren alle total lieb, nett, sympathisch, hilfsbereit. Da hat man nacheinander geschaut und hat sich geholfen und hat sich dann auch füreinander gefreut. Ja, und das ist halt, war wirklich ganz, ganz arg toll und der Wettkampf war sehr, sehr schön. Ups, jetzt kommt mein Essen. Tja. Hallo USA, jetzt wurde ich unterbrochen, weil ich habe mir einen Milchshake bestellt von Five Guys. Und da sind auch noch Burger drin. Aber die esse ich jetzt nicht, die ist erst mein Hähnchen. Auf jeden Fall war es dann so, dass das Pre-Judging war und es war arschkalt in der Halle. Ja. Es war so, so kalt. Das Orga-Team ist in der Jacke sind die rumgelaufen und draußen hat es halt wirklich 97 Fahrenheit. Es ist wirklich heiß hier. Aber dort drinne war es so zapfig. Ich glaube, ich habe mir auch eine Blasenentzündung oder so geholt. Also krank werde ich auf alle Fälle. Aber das ist mir jetzt auch voll wert. Auf jeden Fall ging es dann auch los. Pre-Judging hat begonnen. Wir durften, also erst war natürlich numerischer Vergleich. Also sprich, wir hatten 6 und 2, einmal 6, einmal 7, glaube ich. Einmal 6, einmal 7 Grüppchen. Und ja, ich war gleich im ersten Grüppchen dabei. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist es auch so, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf die Bühne trete, aber es ist natürlich immer, ja, da schießt das Adrenalin natürlich einfach in die Venen, ja. Und dann siehst du natürlich deine Konkurrenz auch. Wie gesagt, die waren alle zuckersüß, also die waren ganz, ganz arg lieb. Aber man hat halt auch gesehen, okay, da sind halt gute dabei und das sind auch wundervolle Linien und das sind auch Sicherheit, welche dabei, die muskulär einfach besser ausgestattet sind als ich. Aber nach diesem numerischen Vergleich gab es dann auch direkt den Eye-Walk. Da habe ich mir diesmal wirklich sehr Zeit gelassen. Ja, also ich bin einfach in mich gegangen und habe einfach, habe es auf mich wirken lassen. Und das fand ich halt wirklich schön. Also das habe ich richtig genossen, ja, weil das waren unglaublich tolles Hotel und es war ein ganz, ganz toller Konferenzcenter. Es war Publikum, ja, also es waren auch Leute da, also es war echt schön. Nach dem Eye-Walk kamen dann auch schon die ersten Callouts. Wir mussten dann alle auf die Bühne gehen, so wie man es auch kennt, und dann wurden die ersten Callouts gerufen. Ich wurde als Zweite rausgerufen, ja, als Zweite wurde ich rausgerufen, glaube ich. Ich bin dann auch so, okay, ich stelle mich hin, ich mache mein Ding, aber ich weiß dann auch nicht, was rechts und links passiert. Na, ich weiß dann auch nicht, was rechts und links von mir passiert. Ich weiß auch nicht, wo ich stehe, weil ich gucke da nicht. Ich fühle das auch nicht, ja. Also viele können dann danach sagen, okay, ich war da oder da. Ich habe dann danach gefragt, dass ich einfach mal weiß, okay, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Da war so eine liebe Athletin, die hat mir dann gesagt, ja, du standst die ganze Zeit in der Mitte, bla bla bla. Auf jeden Fall stand ich in der Mitte. Wir waren 6 Personen. Das heißt, ich habe mir die Mitte geteilt. Danach war der zweite Callout und dann war nochmal ein Vergleich mit den Top 4. Da wurde ich dann auch mit aufgerufen und habe dann mir auch das Center geteilt. Ja,
mit einer unglaublich schönen Athletin. Also die war dunkelhäutig und die war unglaublich schön. Die hat einen ganz, ganz tollen Rücken gehabt. Aber dann sind wir alle runter. Ich bin ja dann ins Hotelzimmer gegangen, hab mir noch was zum Essen gemacht und habe mich dann noch ein bisschen flachgelegt. Und im Finale durften wir dann nochmal einen Eye-Walk machen. Also wir durften uns erneut präsentieren. War erst quasi der zweite Call-out dran, damit die feststellen konnten, okay, wer darf noch mit ins Finale rein oder halt zu den Erstplatzierten, zu den Top 6, wurden die erst nochmal rausgeholt. Da war ich dann auch dabei. Ich stand auch wieder in der Mitte mit der hübschen Athletin. Dann sind wir zurück in die Linie, wurde aufgerufen. Ich immer wieder so auf meine Nummer geguckt, welche Nummer habe ich eigentlich. Dann war Top 2 und dann hatte die andere aufgerufen. Gucke ich so nach rechts, gucke nach links, gucke zu dem Typ, der Sprecher war und er nur. Und ich. Ich weiß noch. Und ich. Nein. Ich habe überall am ganzen Körper Gänsehaut gehabt. Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert, ich habe geheult. Also es war richtig krass. Und dann hat er mich aufgerufen und das war unglaublich. Ja. Es war richtig, richtig krass. Ich hab wirklich, wirklich lange dafür gekämpft und meine Vorbereitungen waren nie einfach. Seitdem ich wieder angefangen habe nach den Kindern, gab es immer wieder Diskrepanzen. Ja, letztes Jahr war extrem hart. Dieses Jahr versucht man mir auch wieder Steine in den Weg zu legen, mich schlecht zu machen und. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich der Meinung bin, ich tue keinem was, mach einfach mein Ding. Jeder darf bei mir machen, was er will, solange er keinem wehtut. Ja, wenn jemand gegen einen anderen schießt oder jemandem wehtut, dann das gefällt mir persönlich halt nicht. Aber dann nehme ich Abstand von dieser Person und ich würde gerne die Hintergründe gern wissen, aber soll wohl nicht so sein. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es jedem selber überlassen ist, was er tut, mit wem er was tut, was er macht. Aber bitte nicht andere irgendwie durch den Dreck ziehen, ja, weil das macht man einfach nicht, vor allem nicht bevor einem Wettkampf, ja, also wo man eh mit sich selber im Struggle ist und jetzt kommen wir halt zu dem negativen Teil, aber den gibt es halt auch. Was ich halt auch nicht so schön finde, ist, wenn man einen Wettkampf schlecht redet. Ja, ich bin der Meinung, ich habe es am Anfang schon des Videos gesagt, wir sind nicht ohne Grund Profis, wenn man sagt, ein Wettkampf sei schlecht besetzt oder keine Ahnung, dann tut mir das in allererster Linie mal leid für die Athleten. Weil ich mir denke, nein, ihr seid nicht schlecht, ihr seid genauso Profis wie wir alle und ihr seid genauso gut. Natürlich hat der eine eine bessere Linie, der andere ein bisschen mehr Muskulatur, der andere ein bisschen mehr Condition, aber jeder hat das Recht, auf dieser Profibühne zu stehen, weil er hat dafür gekämpft, er hat dafür die Profikarte erhalten. Dementsprechend gibt es für mich nicht, das ist ein guter Wettkampf, das ist ein schlechter Wettkampf. Vor allen Dingen bekommt man nichts geschenkt. Ja, also ich glaube auch, dass jeder Athlet, jeder einzelne Athlet, der sich an Pläne hält, wirklich leidet. Ja, auch ich habe sehr gelitten, vor allen Dingen in den Wochen vor Alicante. Mir ging es mehrmals nicht gut. Mir war schwindelig, mir war schlecht, ich hatte Hunger. Ich war müde. Ich war so müde, ich hatte keine Lust ins Training zu gehen. Ich hatte nicht mal mehr Lust zu essen. So zum Schluss. Also weil ich wirklich, ich wollte einfach nur liegen. Ich hätte auch nicht essen müssen. So, ich mir gedacht habe, boah, es ist einfach nur alles anstrengend, vor allem weil die Kids dann nachts immer wieder kommen und du musst früh rausstehen und musst irgendwie trotzdem funktionieren. Und wenn dir dann noch einer ans Bein pisst, also dann ist halt ja weniger schön. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass jeder das Recht hat, zu starten, wo er möchte. Ja, ich habe in dem letzten Video gesagt, warum ich auch jetzt hier gestartet bin. Bin hier gestartet, weil ich nicht wusste, ob es für die Olympia reicht dieses Jahr. Das weiß man natürlich nie. Aber ich bin Mama. Ich möchte meine Saison nicht mehr so lang ziehen wie letztes Jahr. Die Saison ging über 4 Monate wegen 4 Wettkämpfen. Wenn man die Prep noch mit einrechnet, nochmal 2, 3 Monate dazu rechnen. Ich war über ein halbes Jahr lang auf Diät und das wollte ich einfach nicht mehr. Ja, also ich wollte das dieses Jahr nicht mehr, deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich möchte meine Saison
für die Qualifikation für Mr. Olympia so kurz wie möglich halten, so viele Wettkämpfe wie möglich. Wäre die jetzt in Italien gewesen, ja, hätte Mailand jetzt Figur, dann wäre ich natürlich nach Mailand geflogen und nicht in die USA. Der nächste Wettkampf ist eben erst die Mr. Big Evolution und die wäre 3 Wochen später gewesen. Dementsprechend wusste ich nicht, ob ich mich qualifiziere und ich wollte unbedingt in den USA starten dieses Jahr. Ja, ich wollte unbedingt in den USA starten und das hat sich einfach super angeboten und das war die beste Entscheidung, die ich und Stefan hätten treffen können. Einfach aus dem Grund, weil wir so, so gut zusammengearbeitet haben. Und ja, und es hat sich jetzt Gott sei Dank ausgezahlt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden Support. Ja, egal ob Kommentare, Likes, Abos, Postings, Einkäufe, ja. Also mit Nadine 10 könnt ihr bei Big Zone sparen. Da könnt ihr genau solche Formate unterstützen. Ja, ich möchte euch einfach jetzt in Zukunft so viel, viel wie möglich auch mit auf YouTube nehmen, auch gerne mit Vlogs, weil ich glaube, näher kann man an einem Menschen nicht sein, wie so. Ja, wie ich hier vor meinem Häkchen sitze und vor meinem. Oh, der ist gut. Und vor meinem Five Guys Oreo Shake. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich bedanke mich für alle Glückwünsche, die ihr mir gegeben habt. Weiß, ich sitze heute Nacht noch komplett da und werde alles beantworten. Und vielen lieben Dank dafür. Mit an den 10 bei Big Zone. Könnt ihr sparen. Gerne kommentieren, liken, Abo dalassen, Glocke abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.